Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiß Customs. Wir haben gestern einen richtig geilen Fund gemacht. Ihr habt es, oder einige von euch werden es bei Instagram gesehen haben. Eine Triumph von 1926 mit einer super geilen Historie und. Das Teil ist im Fundzustand. War nach Aussage des Vorbesitzers 70 Jahre lang in einem Schuppen und hat seit 95 Jahren, also seit fast 100 Jahren, Gotha in Thüringen nicht verlassen. Außer gestern, das erste Mal. Und die Gute, die steht noch hier hinten drin. Wir laden die jetzt mit euch zusammen aus und machen dann so eine kleine Bestandsaufnahme. Wir gucken uns einfach mal das Teil an. Aber bevor ihr mir jetzt vor Spannung umfallt, habe ich den Schlüssel vom Auto vergessen. Neuer Versuch, neues Glück. Aber jetzt. Guckt euch diese Praline an. Also ein wahnsinnig geiler Zustand. Ihr seht schon, wir haben Schnee. Das heißt, wir fackeln jetzt auch nicht lange, sondern holen das Teil hier raus. Das D-Rad hole ich später raus. Das haben wir übrigens nur einem Kunde gezeigt. Vielleicht gibt es da auch mal noch ein Video drüber. Eine R10. Auch ein sehr geiles Motorrad, aber wir kümmern uns jetzt hier um die Triumph. Ich mache hier das Türle wieder zu. Hat jetzt natürlich auch Platten, ist nicht so schön. Und ganz schnell rein mit dir, meine kleine Maus. So. Und während euch der Tom ein paar Eindrücke von diesem geilen Zustand gibt, hole ich noch eine Kiste mit Ersatzteilen raus und dann gucken wir uns die mal zusammen an. Das ist noch die Kiste. Ganz ehrlich, ich habe mich selber damit noch nicht direkt befasst. Also ich habe, bevor irgendwelche Fragen aufkommen, das Fahrzeug war bei Kleinanzeigen inseriert, direkt gesehen, mehr Geld geboten, weil es war nicht zu günstig. Ich wollte es haben. Und ich wusste einfach, ich habe schon den Zustand gesehen und habe auch mein Feingespür hat mir verraten, das wird eine interessante Geschichte und tatsächlich war es die auch. Wir können euch nicht ganz so viel Input mitgeben vor Ort oder von vor Ort. Wir blenden euch mal ein paar Fotos ein von dem Schuppen. Da standet das Teil die letzten 70 Jahre. Die Vorgeschichte, die uns der Vorbesitzer oder der jetzige, also noch Besitzer übermitteln konnte, war so, dass es so gesehen von seinem Schwiegervater aus der Familie heraus und vom Schwiegervater der Vater, so gesehen der Uropa, der hat scheinbar das Fahrzeug gefahren. Und der ist vor knapp 70 Jahren verstorben. Da wurde das war so ein kleiner Schuppenverschlag, also wie eine Art Werkstatt, die wurde dann zugemacht. 70er Jahre, das heißt vor 70 Jahren, irgendwann in 50er Jahren. Ob das so passt, ob es vielleicht in 60er Jahren war, wissen wir nicht. Er meinte, es war eine große Emaille-Badewanne, die davor stand, die Tür und da lag noch mal was drauf. Also er hat halt wirklich die Tür aufgemacht und dann stand das Motorrad vor der Werkbank. So wie es jetzt hier ist. Die haben nichts weiter gemacht. Der rechte Griff wäre zerbröselt. Dann haben wir noch die Kiste mit den Teilen dazu bekommen.
Da gehen wir noch gemeinsam durch, was hier wie zusammengehört. Wir machen jetzt mal eine Bestandsaufnahme. Wir gucken uns das Teil im Detail an. Und ja, schauen mal, was wir da überhaupt gefunden haben. Ihr habt auch an den Bildern schon gesehen, dass es da ein richtiges Chaos war. Also ich habe 10 Minuten kurz gesucht, habe selber noch 2, 3 Sachen gefunden, wie die wahrscheinlich originale Luftpumpe. Und ich bin mir sicher, da taucht auch noch mehr auf. Ich hoffe auf die originalen Kennzeichen, Vorkriegskennzeichen aus Thüringen und vielleicht noch die Beleuchtung. So, jetzt rollen wir das auf. Wir haben hier eine traumhaft schöne Triumph K3, also Knirps K3. Knirps ist die Baureihe, die ab den 20er Jahren Triumph gebaut hat. Triumph, denken viele vielleicht von euch, das ist ein englischer Hersteller. Nicht ganz, man könnte auch sagen, weit gefehlt, aber es besteht eine Verbindung zwischen Triumph, zwischen beiden Marken, denn es gab einmal die Marke in England und einmal in Deutschland in Nürnberg. Das hier ist ein Nürnberger Fahrzeug. Baujahr 1926, wir haben knapp 250 Kubik, wir haben 6 PS und das Fahrzeug hier ist wirklich schon, also Triumph hat zu dieser Zeit sehr hohe Qualität abgeliefert. Wir können mal einen ganz kleinen Schwenk hier hin machen. Das ist eine DKW, ebenfalls von 1926 und die ist einfacher und auch wackeliger gebaut. Ich sag mal, es würde mir mehr Spaß machen, mit der hier zu fahren, als mit der. Also auch das ist nochmal so ein Unterschied. Schön natürlich, wenn beide Fahrzeuge zusammenkommen. Und wir sehen auch hier den Zustand, ja, der schon sehr braun ist. Und hier den Zustand, der in meinen Augen brutal gut ist. Also das hier, Gänsehaut. Ich war auch gestern wirklich aufgeregt, dass es auch alles klappt. Wir haben schon viele schlechte Sachen erlebt, aber es hat geklappt. Sie steht hier und ich freue mich auch, euch die Geschichte erzählen zu können. Denn das Fahrzeug, und das hatte ich vorhin ja schon gesagt, seit 95 Jahren, 95 Jahre hat das Teil Gotha nie verlassen. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach. Das Fahrzeug macht es uns einfach. Es hat hier vorne noch das originale Händlerschild. Und wir wissen, Rudolf und Büchner, Kraftfahrzeuge Gotha. Das heißt, das ist der Händler, der das Fahrzeug vertrieben hat. 1926 in Gotha. Wir haben es aus Gotha geholt. Es hat Gotha nie verlassen. Ob es jetzt Erstbesitz ist, die ganze Sache, das wissen wir noch nicht. Wir versuchen jetzt natürlich noch nachzuforschen. Man hat immer die Hoffnung, dass irgendwas auftaucht. Papiere, Bilder. Ich gehe mal nicht davon aus. Trotzdem haben wir hier ein extrem schönes Fahrzeug. Der schwarze Lack lässt sich super aufbereiten. Also da kommt ein extremer Glanz raus. Ich bin echt ganz, ganz gespannt. Wir können jetzt mal gucken, was uns das Fahrzeug selber erzählt. Was auf jeden Fall nicht original ist, ist der Scheinwerfer. Der kam eventuell in den 30er Jahren drauf. Das ist aber auch nicht ganz klar. Es kann auch sein, dass der später drauf kam. Wenn wir nämlich nach hinten schauen zum Rücklicht, ist das so. Also was jetzt fehlt, das Fahrzeug hatte original keine elektrische Anlage, sondern eine Carbidanlage. Diese fehlt oder taucht vielleicht auch noch auf. Das Rücklicht hier hinten und das Kennzeichen ist auf jeden Fall nachträglich rangekommen. Das ist NOS-Ware, also das ist hier neu und war auch nie verbaut. Das passt hier auch so nicht zusammen, es ist wirklich nur lose dran. Das Kabel geht einfach nur hier vor und liegt dann hier lose. Wenn wir sowas haben, also es gab Fahrzeuge, da wurde elektrisches Licht nachgerüstet, die hatten dann meistens nur eine Standbatterie, die immer wieder nachgeladen werden musste, also extern. Und durch die geladene Batterie konnte man in der Nacht kurzzeitig mit Strom fahren. Das fehlt alles. Also wir haben hier kein Batteriefach, wir haben keine Kabel. Von daher gehe ich davon aus, dass das nicht in den 30er Jahren nachgerüstet wurde, sondern später. Dieser Aufkleber hat es mir, oder dieses Abziehbild, hat es mir immens angetan. Ich bin ja Thüringer und na, nichts über Thüringen, aber da, also es ist ja wunderschön. Und dann ist hier noch dieser Sticker da drauf. Ja. Ich war sofort verliebt. Also das grüne Herz Deutschlands, so ist es. Das beste Thüringen kauft Thüringer
Werterzeugnisse. Die Triumph ist jetzt kein Thüringer Werterzeugnis. Hier wäre es interessant, also wenn ihr was dazu wisst, wann dieses Abziehbild entstanden ist, gerne eine Rückinfo, das würde mich sehr interessieren, wann das auf das Fahrzeug kam. Mein Gespür würde mir sagen 50er Jahre, ich weiß es nicht. Wiederum haben wir an den Werkzeugkästen noch die originalen Abziehbilder und die sind einfach so unfassbar, unfassbar gut. Ihr müsst euch überlegen, 1926, dieser Originalzustand, das passiert echt nicht häufig, dass man solche krassen Zustände findet. Das wäre übrigens ein emaillierter Lack und wir können, oh ja, passt auf, also hier haben wir noch, hier habe ich schon reingeschaut. Der Rückstrahler war auch hier hinten drauf gebaut, das passt so auch nicht, der hing hier unten. Ich musste ja natürlich sofort das Thüringer Herz befreien. Wir machen mal jetzt zusammen hier drüben das auf. Wird jetzt nichts drin sein. Ventile, Splinde und Schlösser vom Kettenschloss. Ja, originales Bordwerkzeug wäre jetzt natürlich der Checkbot, aber gut. Ja, wir gucken uns das Fahrzeug mal weiter an. Rein von den Gebrauchsspuren her. Überlegt mal, ja, das Fahrzeug stand jetzt Ewigkeiten so da, wie der Sattel aussieht. Das ist doch unnormal. Also kaum Abnutzungsspuren, auch am Tank haben wir hier kaum Abnutzungsspuren vom Bein. Also das Fahrzeug hier vom Schalten, vom Handgelenk, wenn man dann hier so schaltet, ist diese Abnutzung kaum da. Schriftzug, super. Der allgemeine Zustand, brutal gut. Das Zündkabel haben wir auch noch, das lag irgendwo in der Kiste. Der Kerzenstecker gehört natürlich nicht drauf, das ist auch DDR. Vielleicht wurde da mal was versucht. Und wenn wir uns jetzt, der Motor dreht übrigens, dachte ich zumindest. Ja, also das Schleifen ist drüben das Schwungrad. Wir haben hier einen Zweitakter. Der Zustand, richtig gut. Also auch hier diese Trittbretter, kaum abgenutzt, nicht beschädigt. Auch hier diese Bremse, die hat hier leichte Abnutzungsspuren. Das passt schon, dass das Fahrzeug nicht viel gefahren wurde. Wir haben vorne und hinten unterschiedliche Reifen. Es kann sein, dass da auf jeden Fall dann schon mal ein neuer drauf kam. Auch hier, wie die Bautenzüge verlegt sind. Das ist ein Kunstwerk. Guckt euch das an. Diese Stahlhülle hier zusammen. Da war noch nie einer dran. 1, 2, 3, 4, 5. Wie super gut die verlegt sind. Auch hier oben. 1, 2, 3. Alle zusammen. Also das ist so, so schön gemacht. Wahnsinn. Wir hatten bei Instagram eine Frage, ob das hier vorne die Scheibenbremse ist. Fand ich ganz süß. Das ist natürlich eine Klötzbremse. Wir haben, schön, dass wir das auch direkt so kompakt haben, wir haben zu dieser Zeit oftmals Riemenantrieb gehabt. Und dieser Riemenantrieb war auch gern kombiniert mit einer Klötzbremse. Ihr seht ja, das sind ja zwei, beides so eine Art Riemenscheibe. Hier drückt jetzt ein Klotz rein, um das Rad zu bremsen. Und hinten haben wir auch eine Klotzbremse, also ausschließlich eine Klotzbremse. Hier unten bewegt sich der Klotz, der drückt hier in die Scheibe hinein und haben aber hier schon einen Kettenantrieb. Also auch da schon sehr fortschrittlich. Wir haben ein Dreiganggetriebe, auch das schon wieder ein wirklicher Pluspunkt im Vergleich zu dem Fahrzeug mit zwei Gängen und eine eigene Schmierung. Das heißt, das Fahrzeug hat sein Gemisch, den es als Zweitakter braucht, selber gemischt. Auch das, also wirklich schon echt die Messlatte sehr, sehr hoch. Tja. Also echt ein richtig geiles Fahrzeug. Ich freue mich schon, die sauber zu machen und ich denke, da kommt wahnsinnig viel raus. Prädestiniert für Trockeneisstrahlen, gerade diese Antriebseinheit, vorsichtig daran zu gehen. Der Lack muss poliert werden. Eine Handwäsche tut da auch ganz gut. Wir gucken uns noch die Kiste an. Da bin ich jetzt selber gespannt, was wir jetzt hier finden werden. Das kann... Alter, ist da. Was für eine verfickte geile Scheiße. Mann, guckt euch das an. Hier. Du denkst erstmal, das ist irgendwie selber geschaut. Hier steht sogar drauf.
Sitz Club. Also ich weiß das natürlich, dass das ein Soziositz, ein nachträglicher Soziositz ist, den man hier einfach draufpappen kann und den man dann hier mit einem Lederriemen festmacht. Für einen Laie sieht das natürlich auch erstmal selber gemacht aus, aber links und rechts original das Typenschild und dann, ich könnte nur ein Video über diesen Soziositz machen. Steht hier noch das originale Papier Soziositz Club. DRP, also Deutsches Reichspatent, betrifft Befestigung. Die Kehlleiste muss durch Pfeilstrich, siehe Abbildung, gekennzeichnet, erste Verbindung des Gepäckträgers umschließen. Also war hier unten noch eine Abbildung. Welche Mühe die sich halt auch gemacht haben. Und dass das aber auch so gut überlebt hat. Also sehr wahrscheinlich gehört das zusammen. Man muss es echt so sagen, wir haben jetzt hier zwar keine Fußrasten, aber von der Zeit her auf jeden Fall. Also das ist schon mal super klasse. Wir gucken weiter, was wir hier jetzt noch finden. Das wäre die Luftpumpe. Ich gucke mal von Abmaßungen. Passt sie rein. Die Halter sind auf der anderen Seite vom Zustand her auf jeden Fall auch. Also ich denke, das könnte zusammengehören. Wir haben hier noch einen alten Lappen. Adlerlappen ist immer gut. Der Spiegel. Wir haben keinen Halter. Von der Zeit her ist es Ende 20er, Anfang 30er. Das Kennzeichen. Es war ein TH. Man kann hier noch das TH erkennen. Ist weggemacht. Die Zahlen hier waren. Hier war der Stempel. Das Kennzeichen ist aber später. Also das ist auf jeden Fall Anfang 30er, ob es jetzt zu dem Fahrzeug gehört. Es gehört zu dem Fahrzeug, denn die Löcher sind gleich. Also, geil. Und ich habe das wirklich nur in der Kiste gefunden. Das ist jetzt nicht das erste Kennzeichen vom Fahrzeug, denn die waren größer, die Buchstaben waren größer. Aber es ist das Kennzeichen, was das Fahrzeug in den 30er Jahren hatte. Die Bohrungslöcher passen. Es muss also zu diesem Fahrzeug gehören. Geil. Könnte ich schön platzen vor Freude. Wahnsinn. Geil. Das Kennzeichen ist da. Wahnsinn. Müssen wir nur noch das eventuell für vorne finden. Ich würde es am liebsten direkt ranschrauben. Und jetzt, was mich noch... Wir hatten noch dieses Rücklicht, das hatte ich noch gefunden. Und dieses Rücklicht hat jetzt hier zwei Löcher. Aber das Rücklicht könnte auch hier durch... Also vom Durchmesser passt es auch, dass man das hier durchsteckt, dass das Rücklicht so an dem Fahrzeug war. Alles Zubehörteile, keine werkseitige Auslieferung, das war Carbid gegen Aufpreis 1926. Der Rest konnte dann sich der Kunde aussuchen. Das ist die Hupe, die hat der Vorbesitzer leider schon poliert und die hier war auch der Ball dran. Er hat leider drauf gedrückt. Das sind halt natürlich immer solche Sachen. Ich würde es niemals machen. Hier ist auch noch der alte Ball. Hier fehlt die Hupe, aber der alte Ball ist dran wie ein Stein. Sehr schade, denn lieber der alte Ball da dran, aber da gucken wir auch, dass wir Ersatz finden. Er meinte, die würde auch noch tröten, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Hube geht und die Halterung dazu ist nämlich auch da, die habe ich nämlich schon gesehen. Also die Hube war mal so hier verbaut. Ist nicht, ich würde sagen, die ist nicht von 26. Aber, ja doch, es kann schon hinkommen. Alles andere, was jetzt hier drin ist, hat mit dem Fahrzeug nichts zu tun. Bis auf die, ist noch ein Vergaser. Bis auf die Zündkerzen, die sind noch sehr, sehr schön. Also auch die lege ich euch mal hier noch mit hin. Ah, das ist schon krass. Also das sind hier wirklich die uralt Zündkerzen. Guck mal, hier noch eine ganz alte Bosch.
Also das ist wirklich aus der Zeit. Super schön. Hier steht nichts drauf. Doch, auch. Auch eine Robert Bosch. Auch eine Bosch-Zündkerze. Allein das hier ist schon ein Kunstwerk. Wie das hier. Also richtig, richtig schön. Ja. Eventuell findet er der Vorbesitzer, also da aus dem Schuppen, das wird natürlich alles geräumt. Ich habe gesagt, alles, was irgendwie alt ist, bitte sag uns Bescheid, lass es uns wissen. Dann gucke ich da nochmal drüber rein, nur erstmal von Bildern. Vielleicht ist noch was vom Motorrad dabei. Aber das ist schon ganz gut. Also das Rücklicht, das Kennzeichen ist auf jeden Fall da, auch wenn es optisch nicht ganz so gut passt durch diese Erhöhung vom Rücklicht. Aber echt schön. Also ich freue mich. Wir müssen jetzt im Lager gucken, ob wir noch eine Carbidanlage haben oder vielleicht sogar derjenige noch was findet. Was haben wir hier? Das ist vom Fahrrad. Gut. Also hier drin ist jetzt erstmal nichts mehr. Das ist ein Java-Kickstarter. Ja. Genau. Also ich bin wahnsinnig happy. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen diese Abenteueratmosphäre und könnt euch an dem Zustand genauso erfreuen, wie wir es tun, denn das Fahrzeug ist annähernd unverbastelt von 1926, dann in so einem guten Originalzustand, auch wenn ihr es vielleicht jetzt noch nicht ganz erahnen könnt, aber wenn die wirklich wieder sauber gemacht ist, poliert ist, dann ist das ein richtig geiles Fahrzeug, dieser super breite Lenker. Also ich saß auch noch nicht drauf. Ich setze mich noch einmal drauf. Ich hoffe, der Ständer hält das aus, weil den Reifen will ich es jetzt noch nicht zumuten. Hält. Puh, also man sitzt mehr als gerade. Man bremst das Teil auf jeden Fall gut aus. Höchstgeschwindigkeit sind, glaube ich, 80 km/h angegeben. Ob es das schafft, weiß ich nicht. Aber also ich sag mal so, jetzt hier rein vom... Von der Sitzposition, Sattel ein bisschen tiefer oder länger ein bisschen höher, wahnsinnig angenehm. Echt krass. Hier schön schalten. Geil. Also ich bin echt super verliebt. Mega, mega geil. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr irgendwelche Fragen, dann ab in die Kommentare damit. Und wir sehen uns hier auf jeden Fall auch nochmal. Wenn wir das Ganze aufbereitet haben mit Trockeneis, also sauber machen und dann natürlich aufbereiten. Solltet ihr dazu irgendwelche Fragen haben, dürft ihr das auch gerne schon in die Kommentare schreiben. Wir versuchen das mit einzuarbeiten. Das wird ein Stück dauern. Die wird erstmal so bleiben. Scheinwerfer kommt vorne ab, vielleicht schon mal die Carbidanlage ran. Aber ich bin gespannt und vielleicht taucht ja sogar noch was auf. Und vielleicht können wir euch dann noch ein altes Bild zeigen. Es würde mein Herz wirklich beflügeln. Also ich kann mir da nichts Schöneres vorstellen. Ich bin sehr gespannt und ich bin mir sicher, dass wir auch hier mal 2-3 Takte von der hören werden. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.